We Light oder We Light, keine Ahnung. Zumindest ein ziemlich großer Ringlicht, WE10, auch Akkubetrieb möglich. Und auf der Rückseite Einstellmöglichkeiten. Man kann verschiedene Programme unter anderem laufen lassen. Über den Wahlschalter. Nennt sich Scene. Über lange gedrückt halten kommt man in den normalen Modus für Fotos und Videos zum Ausleuchten. Hat hier die Möglichkeit, stufenlos die Helligkeit zu regulieren, aber auch die Farbtemperatur. Auf der Rückseite werden die Kelvins angezeigt. Inwiefern das jedoch geeicht ist, sollte man nochmal einen Weißabgleich machen. Zusätzlich gibt es noch einen Modus, wo man eine reine Farbe einstellen kann. Auch hier ist eine stufenlose Regulierung möglich. Und die Farbe ist frei wählbar. Die ganze Lampe lässt sich auch mit einer App steuern, welche es kostenlos im App Store gibt. Und über die kommt man an alle notwendigen Schritte dran. Die Szenen, wie gesagt, es gibt verschiedene, zum Beispiel ein ganz normales Blitzlicht oder ein Alarm. Sowas eignet sich beim Filmen, um aus dem Hintergrund Szenen darzustellen, wie als wenn ein Polizeiauto in Amerika vor der Tür steht oder ein Kamin. Auch hier kommt man in den Beleuchtungsmodus für Fotos und Videos zum Ausleuchten. Man kann direkt die Gradzahl einstellen, die Temperatur. Und auch hier stufenlos die Helligkeit steuern. Oder man geht über das Farbrad und kann jede beliebige Farbe direkt einstellen. Die ganze Lampe lässt sich per Strom oder auch per Batterie versorgen. Zusätzlich gibt es in der Mitte einen Blitzschuh, über den man eine iPhone-Halterung anschließen kann. Inwiefern dort eine Kamera anzuschließen ist mit Objektiv, zeige ich jetzt.